B5 aktuell präsentiert. Neues vom Buchmarkt. Ein Podcast von B5 aktuell. Was ist der Mensch? Ein Wesen, das Krach macht und nicht zuhören kann, schrieb Kurt Tucholsky einst in einem legendären satirischen Text. Man könne, schreibt er weiter, den Menschen geradezu definieren als ein Wesen, das nie zuhört. Oder als eines, möchte man heute Kurt Tucholsky ergänzen, als eines, das viel lieber selber redet. Dora, die Heldin aus Juli C.'s aktuellem Roman Über Menschen, hat lange genug mit Menschen zu tun gehabt, die lieber selber reden. Vor den Monologen ihres weltverbessernden Freundes ist sie aus Berlin geflohen, in ein Kaff in Brandenburg. Was willst du denn da, haben vorher noch alle gesagt. Was willst du denn bei den Nazis? Und dann steht ihr auf der anderen Seite der Mauer, die ihr verwildertes Grundstück begrenzt, doch tatsächlich der gegenüber, vor dem die Menschen aus ihrem alten Umfeld sie alle gewarnt haben. Und sie hat natürlich gesagt, so schlimm ist es aber nicht und das ist alles ganz anders. Und jetzt hat sie aber tatsächlich hinter der Mauer einen, der sich sogar so vorstellt. Und das ist dann die Begegnung, an der sie, sage ich mal, reifen muss. Über Menschen ist die Geschichte einer Zumutung. Dora sieht sich zunächst der Zumutung ausgesetzt, dass ihr Nachbar im Garten mit Freunden das Horst-Wessel-Lied singt und später der noch viel größeren, dass dieser Nachbar ihr etwas bedeutet. Der Nachbar, der sich als Dorfnazi bezeichnet und der dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlt im Dorf, in ihrer neuen Umgebung. Alles, woran Dora geglaubt hat, wird in Frage gestellt. Durch die Anwesenheit eines anderen Menschen, dem sie vorher in Berlin in ihrem alten, geordneten Leben nie begegnet wäre. Eine Zumutung auch für die Leserinnen und Leser. Hier wird von einem Menschen erzählt, der alles andere als ein Sympathieträger ist und doch ein Mensch. Wir neigen ja eher dazu zu glauben, dass das jeweils eigene Weltbild das Verbindliche ist, auch faktisch abgesichert und in jeder Hinsicht überzeugend und dass alle anderen irgendwie spinnen, verrückt geworden sind, was nicht verstanden haben oder einfach blöd sind. Das kann zu Einsamkeit führen, das kann auch zu Aggression führen. Es führt vor allem dazu, dass man sich gegenseitig ziemlich schnell aus den Augen verliert. Und ich glaube, da hat Literatur eben diese einzigartige Fähigkeit, dieses Schichtenmodell von Realität, dieses große Puzzle aus lauter Subjektivitäten darzustellen und vielleicht dabei auch noch mal daran zu erinnern, dass Wirklichkeit letztlich die Summe von Absprachen ist und nicht ein Spielbrett, auf dem wir alle gleichzeitig stehen. So ist es leider nicht. Juli C. über ihren neuen Roman Über Menschen. Ein Buch, das dazu herausfordert, die vermeintlichen Sicherheiten von Moral und Überzeugung immer wieder an der Wirklichkeit zu messen, an dieser Summe von Absprachen. Ein Buch, das darüber hinaus ein hinreißendes Leseabenteuer ist, eine großartig erzählte Geschichte, erschienen bei Luchterhand. Solikante ist auch so ein Dorf, das von Berlin aus mit dem Nahverkehrszug gut zu erreichen ist. Hier kauft Jan ein verfallenes Gutshaus für sich, seine Freundin und die gemeinsame kleine Tochter. Doch das Gutshaus ist viel zu verfallen, die Menschen im Dorf viel zu seltsam und aus Berliner Sicht zu verbohrt, als dass die kleine Familie dieser Bewährungsprobe standhalten könnte. Ähnlich wie in Über Menschen geht es in Björn Kerns neuem Roman Solikante Solo um eine Zumutung und darum, dass schon ein kleiner Perspektivwechsel, eine knapp einstündige Bahnfahrtentfernung, festgefügte Weltbilder ins Wanken bringen kann. Mit faszinierender Leichtigkeit erzählt und jetzt erschienen bei S. Fischer.